Warum winkt dem FC Bayern eine Riesenchance auf Riyad Mahrez? Und was genau läuft zwischen Julian Nagelsmann und Paris Saint-Germain? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Was schon länger ausgemacht war, ist jetzt offiziell. Karim Benzema wechselt zu Al-Ittihad. Wie der Saudi-Club bekannt gibt, kommt der Angreifer ablösefrei. In der Wüste kassiert der 35-Jährige sagenhafte 200 Millionen Euro pro Jahr. Der Vertrag läuft bis 2026. Insgesamt 600 Millionen Euro sackt der Franzose also in den nächsten 3 Jahren ein. Der Vertrag des Weltfußballers bei Real Madrid läuft Ende Juni aus. Ursprünglich schien eine Einigung über eine längerfristige Zusammenarbeit mit Real nur noch Formsache. Angesichts des exorbitanten Angebots aus der Wüste hat beim ehemaligen Nationalspieler aber ein Umdenken stattgefunden. Die Königlichen verlässt Benzema als absolute Vereinslegende. In 648 Spielen für Real hat der begnadete Rechtsfuß insgesamt 354 Mal geknipst. Der spanischen Hauptstadt kehrt Benzema als fünffacher Champions-League-Sieger, vierfacher spanischer Meister und amtierender Ballon d'Or-Gewinner den Rücken. Aber Benzema ist nicht der einzige französische Superstar, der sich Al-Ittihad anschließen könnte. Auch N'Golo Kantés Vertrag beim FC Chelsea läuft am Monatsende aus. Und bei der Wahl seines neuen Clubs folgt der Abräumer jetzt genau wie Benzema wohl dem Ruf des großen Geldes. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Kanté unmittelbar vor der Vertragsunterzeichnung beim saudi-arabischen Meister. Eine Delegation von Al-Ittihad hält sich aktuell in London auf, um den Sechser einen Vertrag bis 2025 unterschreiben zu lassen. Dieser garantiert Kanté 100 Millionen Euro pro Saison. Noch bleibt aber Vorsicht geboten, denn obwohl Romano eine äußerst zuverlässige Quelle ist, schreibt die L'Equipe, dass Kanté noch keine finale Entscheidung getroffen hat. Auch eine Verlängerung bei Chelsea ist also noch denkbar. Es ist das große Thema in Italien. Paolo Maldini muss beim AC Mailand den Posten des technischen Direktors räumen. Die Tragweite dieser Entscheidung der US-amerikanischen Clubführung macht das Echo der italienischen Fachpresse deutlich. Für die Gazzetta dello Sport war die Entlassung ein Paukenschlag. Für den Corriere dello Sport eine Revolution. Die Person Maldini macht die Dimension des Rauswurfs natürlich umso größer. Der heute 54-Jährige war einer der weltbesten Abwehrspieler und er ist eine der größten Legenden des italienischen Fußballs. Maldini hat seine gesamte Spielerkarriere bei Milan verbracht. Knapp 5 Jahre lang hat er als technischer Direktor in der Modestadt gearbeitet. Im letzten Jahr hat er mit den Rossoneri den Scudetto geholt. Milan ohne Maldini, nicht nur für die Tifosi, ist das gewöhnungsbedürftig. Der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und die SSC Neapel haben nicht den Vorstellungen von Julian Nagelsmann genügt. Nun wird die Spur zu einem anderen Topclub immer heißer. Seit einigen Tagen führt Nagelsmann intensive Gespräche mit Paris Saint-Germain. Der Ex-Coach des FC Bayern ist die Wunschlösung der Clubbosse für die Nachfolge von Christophe Galtier. Dessen Entlassung ist seit Wochen ein offenes Geheimnis. Der Meistertrainer wurde mittlerweile auch formal über sein Aus informiert. Das öffnet die Tür für Nagelsmann natürlich sperrangelweit. Wie die renommierte L'Equipe jetzt berichtet, wird der 35-Jährige am heutigen Mittwoch zu weiteren Gesprächen in Paris erwartet. In diesem Zuge wird auch die Option Thierry Henry als Co-Trainer für Nagelsmann nochmal besprochen. Dabei soll erörtert werden, ob sich Nagelsmann eine Zusammenarbeit mit der Frankreich-Legende vorstellen kann. Henry und Nagelsmann haben auch schon persönlich miteinander gesprochen. Die Verhandlungen nehmen zunehmend an Fahrt auf. Nagelsmann, Henry, PSG. Diese Konstellation wird immer konkreter. Und auch der FC Bayern würde sich freuen, wenn der Deal zustande kommt. Denn dem deutschen Meister winkt dann noch eine fette Ablöse für Nagelsmann. 8 bis 10 Millionen Euro könnten von Paris nach München überwiesen werden. Wie seht ihr die Sache? Würde Nagelsmann zu PSG passen? Oder ist das Star-Ensemble für den jungen Trainer eine zu komplizierte Aufgabe? Macht hier mal eine kurze Pause und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Als Talentejäger hat sich Borussia Dortmund international einen Namen gemacht. Einen vielversprechenden Spielmacher haben die Scouts jetzt in der MLS ausgemacht. Der BVB hat Brian Gutierrez von Chicago Fire ins Visier genommen. Neben Manchester United und RB Leipzig zählen die Schwarz-Gelben zu den heißesten Kandidaten im Rennen um das Mittelfeldtalent. Bei Chicago hat sich Gutierrez in dieser Saison einen Stammplatz erspielt. Dabei begeistert der Teenager als Stratege in der Zentrale. Egal ob als Zehner, Achter oder sogar als Sechser. Auch im linken Mittelfeld hat das flexibel einsetzbare Talent schon gespielt. Vertraglich ist der US-Amerikaner noch bis Ende 2026 an Chicago gebunden.
Dementsprechend würde eine Ablöse fällig. Wenn Gutierrez sich aber weiterhin so hervorragend entwickelt, wäre er eine Investition definitiv wert. Dass die Dortmunder aktuell viel Wert auf flexibel einsetzbare Spieler legen, zeigt nicht zuletzt der Transfer von Rami Benzebaini und das Interesse an Edson Álvarez. Beide Defensivspieler können mehrere Positionen bekleiden, genau wie Gutierrez. Mit Mikhail Faye hat es ein weiteres hierzulande unbekanntes Talent auf den Wunschzettel der Dortmunder geschafft. Der 18-Jährige spielt bei NK Kustosija in Kroatien. Der Innenverteidiger hat sich angesichts seiner kompromisslosen Spielweise einen kuriosen Spitznamen verdient. Das Monster wird der Senegalese liebevoll von Mitspielern getauft. Konkurrenz erwartet Schwarz-Gelb aus der Premier League. Auch der FC Chelsea beschäftigt sich intensiv mit dem Linksfuß. Während Dortmund mit einer Perspektive in der ersten Mannschaft lockt, würde Chelsea den 1,86 Meter großen Spieler wohl zunächst verleihen. Aktuell prüfen die Blues mögliche Partnerschaften mit Racing Strasbourg aus Frankreich und Sporting Lissabon aus Portugal. Noch ist der Poker um Faye offen. Auch mit 32 Jahren spielt Riyad Mahrez noch auf Top-Niveau. Zumindest, wenn er denn mal darf. Im FA Cup-Finale gegen Manchester United ließ ihn Trainer Pep Guardiola aber wie schon in wichtigen Champions-League-Spielen über 90 Minuten auf der Bank. Das passt dem Flügelstürmer mal so gar nicht. Wie jetzt aus Algerien zu hören ist, schmeckt Mahrez seine Rolle überhaupt nicht. Der Linksfuß ist mächtig angefressen. Das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand am Samstag könnte sein letztes Spiel für City sein. Ein potenzieller neuer Club kommt aus Deutschland und heißt FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel hat bei der Vereinsführung seinen Wunsch nach Mahrez hinterlegt. Er soll ihn sogar als Wunschspieler Nummer 1 für die offensiven Flügelpositionen auf dem Zettel haben. Allerdings scheint auch klar, dass Bayern vor einem Mahrez-Transfer erstmal einen anderen Topverdiener loswerden muss. Und zwar Sadio Mané. Ansonsten sind die Flügel mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman und eben Mané schon doppelt besetzt. Sollte sich ein Abnehmer für Mané finden, könnte Mahrez als erfahrener und hochdekorierter Offensivspieler durchaus Sinn ergeben. Auch bei Gnabry und Sané würde man sich bei sehr guten Angeboten damit beschäftigen. Fraglich ist allerdings, ob die Bayern für einen 32-Jährigen noch eine dicke Ablöse zahlen würden. Die würde nämlich definitiv fällig, denn Mahrez steht noch bis 2025 in Manchester unter Vertrag. Es gibt neben Mahrez aber noch ein weiteres neues Transferziel in München. Das hört auf den Namen João Neves und hat im Gegensatz zu Mahrez noch viele, viele Jahre vor sich. Der Mittelfeldspieler hat in der abgelaufenen Saison 20 Pflichtspiele für die Profis von Benfica Lissabon bestritten. Nicht schlecht für einen 18-Jährigen. Viel entscheidender ist aber noch diese Statistik. Während der Youngster bis Mitte April nur zu Kurzeinsätzen gekommen ist, stand er in den letzten 6 Ligapartien immer in der Startelf. Ganz eindeutig hat Neves unter Trainer Roger Schmidt den Durchbruch geschafft. Jetzt wartet eine glanzvolle Zukunft auf den Rechtsfuß. Auch Bayern hat den steilen Aufstieg längst registriert. Laut Abola zeigt der Rekordmeister konkretes Interesse, ebenso wie der stark portugiesisch geprägte Premier League-Club Wolverhampton. Und es gibt ein großes Problem für Benfica. Noch steht den Interessenten keine in Portugal übliche fette Multimillionen-Ausstiegsklausel im Weg. Das wollen die Clubverantwortlichen jetzt so schnell wie möglich ändern. Geplant ist eine Verlängerung bis 2028. Die im neuen Vertrag festgeschriebene Ablösesumme soll bei 60 Millionen Euro liegen. Was haben Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und die KAS Eupen gemeinsam? Sie alle haben sich personell neu aufgestellt. Genauer gesagt, hat jeder der 4 Clubs einen neuen Trainer. Die Spurs haben sich überraschend Ante Postecoglou geschnappt. Der 57-Jährige kommt von Celtic Glasgow und unterschreibt für 4 Jahre. Frankfurt hat sich mit Dino Topmöller geeinigt. Schon am Montag hat der ehemalige Bayern-Co-Trainer einen 2-Jahres-Vertrag in der Main-Metropole unterschrieben. Als Ablösesumme fließen 500.000 Euro an den FC Bayern. In Kürze soll der Deal offiziell verkündet werden. Auch Gladbach kann einen Haken hinter die Trainersuche setzen. Gerardo Seoane tritt das Erbe von Daniel Farke an und coacht das Team zur kommenden Saison. Der zuletzt für Bayer Leverkusen aktive Schweizer unterschreibt einen bis 2026 gültigen Vertrag bei den Fohlen. Und auch für Florian Kohfeldt ist die Suche nach einem neuen Verein beendet. Der ehemalige Wolfsburger und Bremer Trainer steht unmittelbar vor einem Engagement in Belgien bei KAS Eupen. Matthijs Tel winkt Spielpraxis bei einem anderen Verein in der Bundesliga. Der FC Augsburg zeigt großes Interesse an einer Leihe des Youngsters vom FC Bayern. Der 18-Jährige könnte den Platz im Sturmzentrum bekommen, sollten die Fuggerstädter ihren Top-Torjäger Mergin Berisha verkaufen.
Letztendlich liegt es aber allein an den Münchnern und vor allem an Thomas Tuchel, ob Tell im Sommer temporär abgegeben wird. Der Coach hatte sich die Entscheidung im Endspurt der Meisterschaft noch komplett offen gehalten. Unklar ist, ob Tuchel inzwischen eine Tendenz hat. Im Sommer soll in jedem Fall ein neuer Stürmer nach München kommen. Dusan Vlahovic scheint aktuell der Favorit zu sein. Aber auch Randal Kolo Muani ist ein heißer Kandidat. Sollte einer der beiden Topstürmer kommen, bliebe Tell Stand jetzt nur die Rolle als dritter Stürmer. Denn auch Erik-Maxim Choupo-Moting spielt noch eine weitere Saison in München. Der Youngster braucht aber dringend Spielpraxis, um sein großes Potenzial auszuschöpfen. In der abgelaufenen Saison hat sich Tell immer wieder mit engagierten Kurzeinsätzen gezeigt. Er wusste mit seiner unbekümmerten Art zu überzeugen. Insgesamt hat er 28 Pflichtspiele für Bayern absolviert und dabei 6 Tore geschossen. Sein Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2025. An der Stelle mal wieder Applaus für unsere überragende Community. Gestern wollten wir gemeinsam die 3000 Likes unter dem Video packen. Und was sollen wir sagen? Ihr habt uns mal wieder nicht enttäuscht. Ihr seid einfach genial. Und jetzt wollen wir noch eure Meinung wissen zum Thema Mahrez. Würdet ihr den feinen Techniker gerne in der Bundesliga sehen? Schreibt uns eure Meinung zu Mahrez und Bayern in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Bleibt stabil und schaut euch auch unsere anderen Videos an.